Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Und diesmal, ihr seht es ja schon am Hintergrund, wir sind nicht in unserer Küche, sondern wir sind auf Fuerteventura. Ich glaube, ihr habt schon das ein oder andere Video von unserer Tour hier gesehen. Ich sag mal so, kulinarisch hat es nicht allzu viel hergegeben, aber wir haben uns ja hier so eine, na, wie soll ich sagen, bescheidene Unterkunft gegönnt. Und die sieht auch vor, dass es einen Grill gibt. Chefin, guck mal da. Chefin heute an der Kamera. Ja, genau. Und hier oben gibt es einen wunderschönen Tisch, den ich auch schon reich gedeckt habe. Und ich habe gesehen, eine Spezialität auf Fuerteventura ist Pollo Asado. Und ich habe voll Bock darauf, hier so einen halben Gockel zu grillen. Schaut euch das mal an hier. Man kann die hier kaufen. In der Mitte halbiert quasi. Die sind am Rückenteil durchgeschnitten. Ja, dann habe ich hier noch ein bisschen Pulpo. Weil die Chefin liebt Pulpo alla Gallega. Das allergeilste müssen wir gleich unten in der Küche machen. Ne? Hier gibt es nämlich natürlich auch eine voll mehr oder minder ausgestattete Küche. Und da machen wir uns einen Reis dazu mit Sofrito drin. Also quasi wie ein Paella-Ansatz. Ja, Grill ist angefeuert und ich würde jetzt mal beginnen, dieses Huhn hier schon mal so ein bisschen zu würzen. Ne? Ungefähr ein Teelöffel Salz machen wir dran. Dann habe ich hier Zwiebelgranulat. Da gibt es auch ein bisschen was oben drauf. Knoblauchgranulat. Ein bisschen schwarzen gemahlenen Pfeffer. Dann habe ich hier Chiliflocken. Da dürfen auch ein paar hin. Nicht zu viele, die Chefin ist der mit heute, gell Chefin? Mhm. Ja. Und dann machen wir hier so ein bisschen geräuchertes Paprikapulver. Jetzt drehen wir den Gockel um und machen dasselbe nochmal von außen. Schauen Sie sich das an, liebe Leute, das ist gut. Wir machen jetzt so ein ganz kleines bisschen, ein paar Spritzerchen Olivenöl oben drüber. Es ist zwar ein Dry Rub, aber so mit ein bisschen Olio ist das alles so ein bisschen, ja, geschmeidiger und netter. Ne? So, jetzt gehen wir auch gleich rüber, was wir vorher noch machen. Wir stellen uns hier drüben nochmal unsere Kartoffeln warm am Grill. Komm. Die können wir uns ja hier so ein bisschen auf der Seite warm stellen. Die Glut ist eigentlich schon ganz geil. Und ich habe hier in einem geilen Laden so ein Gitter gefunden. Braucht man nicht. Ich guck mal, ob es funktioniert. Ich finde es aber, glaube ich, ganz geil, weil ich habe sowas noch nie gehabt, so ein Grill-Gadget. Deswegen wollte ich es heute mal ausprobieren. Ist es so, der Oktopus, den haben wir vorgekocht, ne? Den kriegst du auf dem Grill nicht gar. Das kannst du vergessen. Die geilen Grillaromen, ne? Die holen es nachher raus. Dann spannen wir das Ding hier zu. Und alles, was wir nochmal machen, ist ein bisschen salzen. So, sehr gut. Und dann legen wir den jetzt schon auf den Grill. Komm. Wunderbar. Viel mehr brauchst du gar nicht zu machen. Ne? Jetzt liegt er da und dann kannst du ihn nachher auch einfach drehen, ohne dass was rausfällt. Und jetzt wollen wir, dass der schön knusprig wird. Ja, das Feuer bzw. die Glut ist gerade gut am Kommen. Perfekt. Und derweil machen wir uns noch ein kleines Salätchen. Ich habe hier so wunderschöne Tomätchen. Ah, das, also wir sind ja jetzt schon ein paar Tage hier, ne? Und wir haben eigentlich, Frau, jeden Tag Tomaten gegessen. Ne? Ja. Ist schon, die sind schon, das ist einfach anderes Level, kann man gar nicht anders sagen. Schneiden uns die einfach so in gefällige Stückchen und dann machst du die auf so eine Platte mit einem einfach gutes Olivenöl. So, dann Tomätchen hier drauf. Dann machen wir uns ein bisschen rote Zwiebel. Die geht einfach in so ein paar Streifen. Ein bisschen nett verteilen. So, das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Und jetzt habe ich hier noch so weiße Zwiebeln. Und das sind eigentlich große Frühlingszwiebeln. Ne? Die kriegst du hier geschält schon zu kaufen. Schmeckt mega geil. Die sind ganz mild im Geschmack. Jo, wer mag das nicht? Also, schreib mal unten rein, wer keinen Bock auf Tomaten und Zwiebeln hat. Einen halben Bund Peterle. Alles locker, grob, rough. Erstmal Salz. Ein bisschen auf die Tomaten. Dann Pfeffer aus der Mühle. Und jetzt pass auf. Die Insel Fuerteventura ist ja dafür bekannt, reichlich Ziegen hier rumrennen zu haben. Ich habe mir hier so einen geilen Ziegenkäse besorgt und den machen wir auch in so kleine Würfelchen. So, und dann geht hier so dieser weiche, geile Ziegenkäse von der Insel drauf. Olivenöl, Sherry-Essig. Was sagt ihr dazu? So, das ist schon mal das Erste, was fertig ist. Und dann machst du wieder ein bisschen Ordnung und dann geht es weiter beim Huhn. So, wir nehmen uns noch mal ein bisschen Petersilie. Und zwar machen wir jetzt die Marinade von meinem Pollo Asado. Einfach auch so ein bisschen grob geschnitten, da darf ein bisschen Stiel mit dabei sein. Und normalerweise, ne? Knoblauch, Zitrone und so weiter, kommt da alles vorher dran. Grob geschnittener, geiler Knoblauch. Und Petersilie, das ist auf jeden Fall die Geschmacksexplosion schlechthin. Halbe Zitrone, da rein. Davon mal abgesehen, habt ihr eigentlich Bock drauf, mir da überhaupt zuzugucken, wenn ich nicht in meiner Küche stehe, wenn wir hier draußen so Sachen machen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann suche ich mir in Zukunft nochmal den einen oder anderen Spot aus, wo ich mit euch gemeinsam draußen was kochen kann. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
Und es soll ja Leute geben, die haben den Kanal noch nicht abonniert. Ne? Das könnt ihr hier unten machen in der Abo-Box. Kostet gar nichts, für uns bedeutet es die Welt. Da kommt jetzt noch mit rein ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer aus der Mühle. Solange bis unser Oktopus fertig ist, und der hat es gleich geschafft, ne? Kartoffeln habe ich schon warm gestellt, machen wir uns noch ein bisschen Beilage zum Huhn. Ich habe hier uns ein paar Champignons besorgt und so ein bisschen Maiskolben und ein bisschen Zwiebelchen. Ich liebe Mais vom Grill, das ist echt schon geil. Ne? Na, guck mal hier, hübschen Spieß für nebendran. Jetzt nichts Wildes, aber wir machen noch mal eins, zwei fertig. Es gibt es von allen Seiten, ein bisschen Salz einfach. So, dann machen wir auch wieder ein Stückchen Olivenöl drauf. Die gehen jetzt auch auf die Seite und dann holen wir uns den Pulpo und dann machen wir unseren Pulpo alla Gallega. Hört ihr das? Die Kartoffeln nochmal schnell direkt ins Feuer. Schau, einfach so rein. Und es ist hier und überall auf der Welt so, sobald du Tintenfisch auspackst, kommen die ersten Viecher geflogen. Ne? Kommst du nicht drum herum. Dann braucht man hier so ein, Holztellerchen. Ist ja am allergeilsten dafür. Und dann drücken wir die hier so ein bisschen an. Haha, 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 sind sie. Und diese Kartoffeln hier, ja, die habe ich in ganz wenig Wasser gekocht mit viel Salz. So, und dann gibt es hier oben drauf Stücke vom Oktopus. Oh, schöne, knusprige Stückchen. Und die legen wir dann immer auf so ein Stück Kartoffel oben drauf. Klar, das magst du gern, gell? Ist auch ein geiles Gericht, kann man gar nicht anders sagen. Meine Güte. Schee heißen sie. Dann nehmen wir uns ein bisschen von unserer Marinade vom Pollo. Machen da was oben drauf. Nur ein bisschen. Und jetzt kommt das Wichtigste, geräuchertes Paprikapulver. Ja? Pulpo a la Gallega kommt hier vorne zum Salat. Und jetzt schnappen wir uns hier unseren Pollo. Und den drehen wir erstmal mit der Hautseite hier drauf. Und jetzt geht er hier drauf. Und da lassen wir ihn jetzt mal so ein bisschen vor sich hin brutzeln. Ne? Er darf ruhig schön ein bisschen knusprig werden. In der Zeit gehen wir jetzt nach unten und kochen unseren Reis, unser Mezzo Fritto als Beilage. Das wird geil, Leute. Glaubt mir, ihr wollt nie wieder anderen Reis essen. Bevor wir aber runtergehen, probieren wir erst noch unseren Pulpo, bevor er komplett kalt ist. Ne? Oh, habe ich da Bock drauf. Knusprig. Schön weich. Kartoffel, sehr geil. Und dieses geräucherte Paprikapulver, ne? Kevin, du musst auch probieren. Kamera zu mir. You like it? Mhm. Okay, mehr gibt's nicht. Einen Daumen nach oben noch, oder? Okay, dann gehen wir jetzt Sofrito kochen. Es hat immer Vorteile, einen Kochen daheim zu haben. Daheim? Ja gut, das stimmt. So Leute, wir sind hier unten in unserer kleinen Küche. Wir geben ein bisschen Olivenöl da rein. Dann habe ich uns hier so ein paar Geflügel-Schinkenwürfel geschnitten. Ja, damit da auch so ein bisschen Fleisch drin ist. Ne? Und dann eine ziemlich coole Sache. Das hier kannst du überall kaufen hier. Das ist ein Fond, ein Geflügelfond, der für Paella ist schon. Absolut 100% natürlich, keine Zusatzstoffe. Würde ich jetzt zu Hause einfach einen Geflügelfond nehmen und den mit ein bisschen Safran abschmecken. Und hier gibt es auch so ein geiles Zeugs, Colorante heißt das. Das gibt dann die Farbe in der Paella, beziehungsweise ja, im Reis oder Risotto oder wie auch immer, kann man sich mal anschaffen. Ne? Leider keine Hoffmann-Pfanne. Und ihr wisst ja, gell, wenn ihr gescheite Pfannen wollt, nicht sowas wie das hier. Unten ist Link in der Videobeschreibung. So, wir schwitzen das hier ein bisschen an. Dann kommt dann gleich dazu hier dieses Sofrito. Kann man auch schon so fertig kaufen. Sind Zwiebeln, Paprika und Tomatenwürfelchen. Ja? Dann habe ich hier einen Becher Risotto-Reis, beziehungsweise Paella-Reis in dem Fall sogar. Ja, den Fond haben wir auch da. Und ich habe hier noch so ein bisschen Tomate gerieben. Ja? Isst man normalerweise morgens aufs Frühstücksbrot. Finde ich aber jetzt hier drin ganz geil, weil es schön suppig ist. Schön angebraten, guck mal hier rein. Die Sofrito-Mischung dazu. So, Chili rein. Jetzt machen wir ein bisschen Pfeffer dazu. Ein bisschen Knoblauch ist damit drin und so. Dann gehen wir hin und machen uns der Colorante auf. Immer ein bisschen vorsichtig damit. Richtig Colorante. Ja, das macht richtig Color. Aber wir wollen ja auch gleich eine schöne Farbe haben. Und dann geben wir hier von der geriebenen Tomate. Ah komm, schmeckt doch geil. Und dann machen wir hier einen Becher Reis. Das heißt, wir brauchen drei Becher Tassen
was weiß ich auch immer, vom Fond. Oh yeah. Guck mal, was der für eine geile Farbe hat schon. Super krass. Ja, Mann. Eins, zwei und drei. So, ein bisschen weniger, weil wir ja noch, na komm, weil wir ja noch die Tomate mit drin haben. So, dann aufkochen. So, jetzt fängt es langsam an zu kochen. Und dann geben wir unseren Reis dazu. Einfach ungewaschen, direkt aus der Packung raus. Schön drin verteilt. Den kochen wir jetzt einmal mit auf. Und wenn es kocht, gehen wir mit der Temperatur runter, rühren noch einmal um. Und dann lassen wir das wie die Paella. Paella-Video, habt ihr das schon gesehen? Wir blenden es mal hier oben ein. Ja, da, so wird es gemacht. Jetzt kocht's. Schaut mal. Dann rühren wir noch einmal richtig durch. So, und dann lassen wir es in Ruhe. Für gut, ja, 30, 35 Minuten. Gehen wir, sag ich mal, jetzt hier auf 6 von 10. Lassen es schön gemütlich vor sich hinkochen. Und bloß nicht mehr umrühren, sonst brennt es an. Derweil wird dann unser Gockel fertig sein. Dann nehmen wir das wieder mit nach oben auf die Dachterrasse, holen den richtig resch gegrillten Gockel vorm Grill und dann freue ich mich. Frau, hast du schon Hunger? Okay, ich auch, bis gleich. So sieht es jetzt aus. Wir haben es wieder mit nach oben gebracht. Das Salätchen wartet schon. Und jetzt gehen wir noch mal schnell rüber zum Grill. Mein Gockel, der ist auf jeden Fall gut geröstet. Schön schwarze Bits mit dran, so mag ich das. Und unten habe ich jetzt nochmal die Pimentos reingestellt. Die kann jetzt nochmal direkt auf der Glut ein bisschen vor sich hin brutzeln. Wunderbar, gleich gibt's Essen. Wir holen den brutzelnden Gockel. Wir nehmen jetzt unsere gefakte Paella. Einfach perfekt. Seht ihr das? Ist das nicht geil? Leute, guck mal, nichts angebrannt, gar nichts, ne? Perfekt. Einfach 35 Minuten später hast du das hier. Und dann Brust rausgeholt, Schenkel abgeschnitten. Wir legen die Stücke schön so oben drauf. Sieht ja geil aus. Dann machen wir die Spieße einfach hier mit an die Seite. So, und jetzt geht hier oben drüber übers Huhn Petersilie. Knoblauch, Zitronensaft. Geil, diese knusprigen, dunklen Stellen. Ne? Also, Pimentos de Patron. Dann legen wir uns auch noch ein paar mit drauf. Ei, ei, ei. Wenn das hier nicht eine Platte voller spanischer Herrlichkeit ist, auf meine ganz besondere Art und Weise interpretiert, ich sage euch, was wir jetzt machen. Wir machen ein Foto und dann probieren wir das zusammen. Leute, schaut es euch nochmal an. Guck mal hier, wie geil, Alter. Schöne Pollo Asado. Komm ruhig ran, komm ruhig ran. Ja, Focus on Point. Ich starte hier mit ein bisschen Salat. Käse. Geil, alle. Guten Tomaten. Alleine das Ding. Boah. So, dann probieren wir hier den Reis. Leute, ist so unsagbar gut. Das schmeckt einfach wie eine geile Fleischpaella. Boah. Und komm, in den Pollo wird reingebissen. Guck mal, wie saftig. Einfach perfekt. Also, Kevin, du musst probieren. Mhm. Komm. Wir greifen wieder um. Fangen wir an. Ja? Aber dieser Reis, da bist du echt mal gespannt. Ich bin echt gespannt, was du sagst. Du bist ja ein großer Paella-Lover. Ich liebe Paella. Übrigens Paella mit Meerblick, ne? Wenn man weit genug guckt. Was sagst du? Sehr lecker. Konsistenz geil. Konsistenz perfekt, oder? Mhm. Schmeckt sehr gut. Salätsche. Jetzt wollen wir dich aber auch in diesen Schenkel beißen sehen. Aber das ist schon, guck mal, mit dem Knoblauch und Dings oben drauf. Ist ein rustikales Gericht, aber ist geil, oder? Ja, lecker.
Ja? Mhm. Leute, ich schaue mir das jetzt mit der Chefin rein. Und ich sage euch, was wir danach machen. Ne? Danach hier. Ihr wisst Bescheid. Ins Wohlverdiente. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten rein, ob das Spaß gemacht hat, mit mir hier draußen zu kochen. Für mich auch ja, neue Erfahrungen, ne? An anderen Orten und nicht in der eigenen Küche. Aber guck mal, Chefin isst weiter, es scheint zu schmecken. Und ja, wie gesagt, schreibt es unten rein, ob ihr da Bock drauf habt, dann machen wir das auf jeden Fall öfter. Es ist nicht immer ganz einfach, einen coolen Spot zu finden, wo man das machen kann, aber es wird mir schon gelingen. Vielen Dank fürs Zuschauen, gebt mir ein Küsschen, Daumen nach oben. Auf jeden Fall Herzchen für die Chefin, viele, viele Herzchen für die Chefin. Die hat heute Kamerakind gemacht und muss das ganze Zeug hier auch wegräumen. Ne? Also, tschüss.